Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blood & Brain Digital und Slay the Spire. Wir machen im Grunde genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe zwar gesagt, ich spiele bestimmt zwischendurch weiter, aber habe ich nicht. Daher pressen wir den Button und sehen, tada! Ich habe nämlich festgestellt, dass wir nicht unbedingt hier, das ist jetzt kein fixer Savepoint oder sowas, sondern wir springen einfach scheinbar zurück zum letzten Punkt, den wir abgearbeitet haben, wenn wir ausmachen. Wir könnten immer noch ausruhen jetzt. Das ist quasi wie eine zweite Chance jetzt, so, ne? Wir könnten ausruhen und Lebenspunkte regenerieren oder aber wir schmieden nochmal eine Karte wieder um. Was wir bei der letzten Folge ja auch eher mal so, mal gucken, was passiert. Ich hatte mir das dann nochmal so in den Kopf gehen lassen. Wenn man so guckt, hier Doppelschlag, ne? Fügt zweimal 5 Schaden zu, fügt zweimal 7 Schaden zu. Ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir hatten wir das Boomerang-Schwert? Nee, wir hatten das hier, ne? Nee, gar nicht wahr, wir hatten irgendwas mit, da genau, hier das. Fügt 15 Schaden zu und schwach 3. Es ist schon nicht schlecht, aber, wenn man hier mal guckt, ne? Allen Gegnern 7 Schaden zu ist schon nicht schlecht, aber hier fügt 4x einen zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Ist schon bombig. Wobei mir der echt mit am besten gefällt, ne? Das können auch bis zu 14 Schaden sein. Wir nehmen den. Tüli. Fortfahren. Also. Ja. Wir werden sehen. Entweder kacken wir jetzt ab oder wir regeln hier, ne? Ja, wir regeln. Wie schwer kann das sein? Wie schwer kann das sein, was so aussieht, ja? Vielleicht hätten wir doch schlafen sollen. Egal. Er will einen Buff einsetzen, bla bla bla. 3 Punkte. Haben wir nur einmal, also ist das jetzt momentan so. Wir könnten direkt den machen, für 1. Zack hier. So. War da schon mal ein bisschen weniger. Dann könnten wir doch den einsetzen. Aber wir haben ja gar nicht mal so viele Karten, also wir ziehen den wahrscheinlich gleich wieder. Und dann machen wir direkt mal Schild. Tüdü, und beenden den Zug. Mal gucken, was macht er jetzt hier? Oh mein Gott, er ist erzürnt. Was heißt das? Erzürnt erhält immer, wenn du eine Fähigkeit hast, mit 2 Stärke. What? Und er hat 14? Okay. Das heißt also, wenn wir das jetzt ausspielen, dann kriegt er 16 Schaden, diese Irre. Wow, das ist heftig. Das heißt, wir müssen den schnell wegnatzen. Es gibt keine verschiedenen Gegner, also heißt das 3, 6, 9 auf den. Mit Verwunden sogar noch ein bisschen besser. Wir könnten aber auch... Ah, kommt. Risiko, ne? Risiko. So, zack. Jetzt ist er verwundet. Das heißt, 2 Züge lang mehr Schaden. Wenn wir jetzt das Boomerang-Ding einbinden, müsste das ordentlich knacken. So, jetzt. Wieso hat er jetzt kein Plus bekommen? Waren das denn keine? Er hält immer, wenn du eine Fertigkeit ausspielst, 2 Stärke. Ja, sind das hier keine Fertigkeiten? Verpeile ich das gerade ein bisschen? Naja, egal. Machen wir das einfach mal so, ne? Wir können immer noch einen hiervon raufpacken. So, zack. Jetzt hat er wieder doppelt das. Wenn wir jetzt noch... Ja, wieder verteidigen wir uns jetzt, aber wir machen schwach, ne? Ah, scheiße, der Kinnhaken wäre jetzt bestimmt richtig mega. Ach, komm. Jetzt sind da ja noch schwach drauf. So, und zu beenden. Da sollten wir überleben. Also, ich sehe da jetzt nicht so das Problem. So, als Profi Dungeon Crawler, Oma Lord hier. Er hat noch 16. Das heißt 14. Und dann. Ja, passt auf. Hier so. Zack. Oh, reichte sogar. Mega. Erdbeeren. Haben wir noch Platz dafür? Ich hoffe mal, ne? Aber bestimmt noch. Nehmen wir mit.
Ritter, die nicht mehr gewonnen werden, gewinnen einzige Boni und werden was können durch das behalten. Sie können durch das Besiegen von mächtigen Kindern. Achso. Achso, das ist quasi wie so eine Fähigkeit, die man hat. Okay. Erhöht dann den maximalen Trefferpunkt um. Okay, gut. Nice! Okay, was haben wir hier? Fügt 6 Schaden zu. Fügt für jede deiner Schlag beinhaltenden Karten 2 Schaden. Das ist nicht schlecht. Erschöpfen. Achso, ja gut, okay. Aber man hält sofort 7 Rüstung, ne? Aber kann halt eine gute Karte verlieren. Ist aber in Verbindung mit diesem Ansturm, was wir in der letzten Folge hatten hier, wo man so viel Schaden macht, wie man Rüstung hat, schon eigentlich ganz nice. Der Kinnhaken, den haben wir einmal drin. Fügt 6 Schaden zu für fügt für jede deiner schlagbeinhaltenden Karten 2 Schaden zu. Das ist jetzt nicht ganz klar. Heißt das jetzt die Karten mit Schlag, die ich auf der Hand habe? Oder die Karten mit Schlag, die ich im Deck habe? Das wäre nochmal schön, wenn man das nochmal so ein bisschen erläutern würde da. Ich meine, wenn das so ist, dass er die zieht, die ich im Deck habe, ist das schon echt, Ach, Risiko. Wir machen das einfach. Was haben wir zu verlieren, ne? Wir gehen. Was ist denn ein Schatz? Oh. Wo ist eigentlich der nächste Spot? Da. Das heißt, wir gehen so. Was ist denn das hier? Gegner, also. Wir gehen so. So. So, so. Und da ruhen wir aus. Aber da wäre ein Händler, ne? Wo wäre der nächste Händler? Es kommt gar kein Händler mehr auf dem Weg nach da oben, ne? Ah, shit. Können wir noch mal irgendwo ausruhen? Da. Aber da ist ein Elite-Gegner im Weg. Wir gehen erstmal hier hin. So, wir schmieden erstmal noch eine Karte. Irgendwie fetter jetzt hier. Können wir direkt gucken. Weil hier, da. Schlag. Viermal. Fünfmal? Drei? Fünfmal. Wenn wir uns die Karte jetzt nochmal angucken. Fügt 8 Schaden zu. Mit jeder Spielkarte dieser. Nee, gar nicht wahr. Wo ist denn das Ding? Da. Fügt 6 Schaden zu. Fügt für jeden deiner schlagbindenden Karten +2 Schaden zu. Das heißt, 6 sowieso. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 wären das. Wenn er alle 10 würde, die ich habe. Das bleibt zu warten. Was können wir jetzt nochmal verstärken? Das Schmettern. Hier, mit 3 verwundbar. Oh, das ist mega. Das machen wir. Tüdelü. Jetzt gucken wir, was das hier ist. Warum sollte man das tun? Wir werden es lernen. Tschakalaka. Immer wenn du in deinem einzigen. Was? Immer wenn du in einem einzigen Zug 3 Angriffe ausspielst, erhalte 4 Block. Ist das ein Artefakt, oder? Oh, nice. Das heißt, okay, gut, verstehe ich. So, ist das Fragezeichen? Oh, ist bestimmt irgendwas Schreckliches. Oh mein Gott. Ah! Oh, okay. Du findest eine schimmernde Bündelung von Licht im Zentrum des Raums. Sein warmes Leuchten und die verzaubernden Muster laden dich zu ihm ein. Wieso wabbelt das hier so? Was soll das irgendwie so? Wow, yeah. Bisschen durchgehend. Verbessere 2 zufällige Karten. Verliere 17 Trefferpunkte. 2 Karten werden verbessert. Ich verliere aber 17 Lebenspunkte. Ich hab nicht viel, um das gerade zu pushen. 17, dann habe ich noch 30. Er hat aber Verbesserung für 2 Karten. Das ist bis zum nächsten Ausruhen. Wir sind hier. Wir können das machen. Dann boxen wir den weg. Dann ruhen wir uns hier aus. Boxen den weg. Machen hier noch Action. Und können es dann nochmal ausruhen oder verbessern. Oder? Nochmal eine Überraschung. Händler. Es ist. Nee, wir müssen schon hier. Okay. Gut. Machen wir.
Als du durch das Licht schreitest, bemerkst du, dass das Licht von dir absorbiert wird. Wie Essen. Ach, es ist brennend heiß. Ja, wie Essen. Ja gut. Welche Karten wurden jetzt gerade verbessert? Schlag um 9 Schaden. Und ein Schild, ne? 8 Block. Okay, gut. Ja, gut. 30, ne? Jetzt. Wir können noch mal da Action machen, oder? Aber wir hauen lieber mal so einen Mopopopel um und machen dann da Regeneration. Ja. Okay. Guten Tag. Beabsichtigt, 12 Schaden zu machen. Mit seinen 50 Lebenspunkten. Na gut. Hohoho, fügt 20 Schaden zu. Wow. Also scheint er doch irgendwie alles zu addieren, ne? Ja, ja. Also scheinbar berechnet er den Schaden immer direkt so anhand all dem Schicksal. Dadurch, dass das jetzt 9 sind hier. Ja, komm. Mächtiges Badabum. Kann ich mich angreifen? Nee. Mächtiges Badabum, ey. Nice. Denn das so. Sollte ich mich verteidigen? Ach, scheiß drauf, komm. Gib ihm. Wir heilen uns ja eh gleich. Also, pss. Hätte ich jetzt noch. Ja, okay, ja, verstehe. 21 will wieder machen, naja. 12 Schaden. Kostet 2. Ich sollte jetzt aber erstmal verteidigen, würde ich sagen. Ja. Hammer, zack. Hammer, zack. Genau, die zählt ja nicht. Müssen also schon Angriffe sein, ja. Ja, ist eine Frage. Die kann ich hier nicht mehr, okay. Noch. Ich dürfte 2 Schaden kriegen, ne? Ja, okay, gut. Na gut. Na, was soll's, komm hier. Tschüss. Okay. Ein Schwächetrank. Wende dreimal schwach an. Hab ich da noch Platz für? Da oben, ne? Ah, scheiße. Was ist das denn? Oh, Alter, ein Artefakt. Oh, ist ihn noch gar nicht benutzt. Das geht es nicht. Ach, scheiße. Da kommt die Rauchbombe. Ach, nur Feiglinge fliehen. Nur Feiglinge fliehen. Was haben wir hier? Oh, nice. Den nehmen wir mit. Vorfahren. Okay, jetzt gehen wir hier hin. So, jetzt wäre es halt sinnig, wirklich, jetzt wäre es halt sinnig, wirklich auszuruhen. Ja. Okay. Jetzt geht's weiter. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Und greif. Achso, oh, was ist er? Wird nicht angreifen, aber er wird irgendwas machen. Der Gremlin-Zauberer. Er ist hier aggro. Fetter Gremlin. Wütender Gremlin. Schleichender Gremlin. Okay. Ist 9, das ist schon. Das Ding ist halt echt krass, ne? Fügt einen Gegner 4 Schaden zu. Okay. Und dann natzen wir einen direkt weg. Ja. Das ist, glaube ich, ganz nice. So. Und dann. Welchen natzen wir denn direkt mal weg da? Hier, welcher ist denn besonders nervig? Der. Ja, komm. Aber der macht jetzt momentan die meisten Schaden, ne? Ja, komm. Tschüss. Bisschen übertrieben vielleicht, aber. Ne? Was hat der da eigentlich? Was soll das sein? Hat der da ein Schild im Kopf stecken? Alter, Gremlin Party hier.
Oh, ich bin schwach, ne? Naja, bla 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 bla. Egal. Der hat die geheilt oder so ein Mist, ne, oder? 7 Schaden. Kriegt damit irgendein Tod hier? Ich habe 3. Das heißt. Erstmal Doppelschlag, dann mache ich 10. Damit ist der weg hier. So, tschüss. Dann. Habe ich noch was für 1? Ja. Den, okay. Aber hier Block. Dann kriegt den einmal hier so zu binden. Jetzt geht's los? Was? Gleich verwandelt er sich. Was ist los? Ne, da hatte ich ja gar nicht so unrecht, ne? Mit jetzt verwandelt er sich. 25 Schaden. Ich glaube, der wird mich voll aus den Latschen knocken oder was? Warte mal. Wende 3 schwach an. Wie geht das? Werfen. Ist das eine Aktion? Nein. Oh, Scheißdreck. Wow. Das soll ich vielleicht auch trotzdem einfach mal machen. So. Okay, verstehe, gut. Und dann, vorsichtshalber, dann nochmal das hier. Der hat mich jetzt ein bisschen eiskalt erwischt, ne? Heftig. So. Und der nächste Schaden geht dann voll in den rein. Alles, was ich habe. Jetzt heile ich mich ja erstmal ein paar Runden lang. Er muss sich jetzt wieder aufladen, oder? Ja, 3 Runden lang. Wenn ich das richtig sehe. Das, mein Freund, wird dein Verhängnis. Weil hier, mein perfekter Schlag. Und? Mein nicht so perfekter Schlag. Die waren interessant. Füge 7 Schaden zu. Mische einen benommen in den Nachtzugstapel. Achso. Ja, okay. Kostet 0, macht 7 Schaden. Aber du hast halt eine Müllkarte im Deck erstmal, ne? Verliere 3 Trefferpunkte. Füge 14 Schaden zu. Das ist 3 Lebenspunkte für 14 Schaden. Ist ja eine Notlösung, ne? Was haben wir? Halte 5 Block, verbessere eine Handkarte bis zum Kampfende. Das ist schon nicht schlecht eigentlich, ne? Das ist eine Notlösung. Andererseits heilst du dich, weil das... Ach komm, wir nehmen das. Seine Notlösung kann immer praktisch sein. So, gehen wir mal hier hin. Du fällst in deine Pfütze. Siehst aus klebrigen Schleim. Bam, bam, bam. Verzweifelt kämpfst du dich durch... Verzweifelt kämpfst du dich mehrere Minuten lang frei, bis du spürst, dass der Schleim ein brennendes Gefühl verursacht. Was hat dieser Junge mal mit Brennen? Ne? Du spürst Schleim in deinen Ohren, Schleim in deiner Nase, Schleim überall. Beim Rausklettern merkst du, dass etwas von deinem Gold fehlt. Oh, was? Als du zurück in die Pfütze blickst, siehst du eine fehlende Münze zusammen mit dem Gold anderer glückloser Abenteurer. Gold sammeln. Erhalte 75 Gold, verliere 11 Trefferpunkte. Ich weiß noch nicht, wie wichtig Gold ist, ne? Das ist halt momentan das Problem. Aber wir werden uns ja auch nochmal heilen gleich. Ne, ich lasse das Gold nicht dafür, dieses widerliche Pfütze. Ah. Du spürst das Brennen des Schleims, der nun langsam beginnt, deine Haut aufzulösen. Doch es gelingt dir, das Gold herauszufischen. Was zur Hölle ist das für ein Schleim, ey? Welt der Schleim. Verlassen. So. Da ist wohl das große böse Übel. Da geht's immer eine Runde ausruhen. Ich hoffe, das war alles sehr schlau, was wir gemacht haben. Vielleicht hätten wir das Gold liegen lassen sollen, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was mag hier passieren? Das seht ihr in der nächsten Folge. Ach, drauf geschissen, wir machen das jetzt noch. Holy moly, was ist los? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Sie, er will blocken. Wechselt nach dem Allein mit 30 Schaden in den Defensivmodus. Oh. Okay. 2 und 3. Wir können direkt hier. Bam, 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 bam. Wie viel Schaden macht denn der? Steht ja noch nicht, ne? Ich hoffe nicht viel. So. Ja. Na gut. Probieren wir das. Ja, und jetzt? Heilt er sich jetzt aus dem Käse? Wir will den Buffen einsetzen. Ja, dreimal verletzen. Er verwundet, also mal gucken. Oh Gott, mach keinen Scheiß. Was bedeutet das? Immer wenn du einen Angriff ausspielst, erleidest du 3 Schaden. Was? Och, ernsthaft? Du Arschnase. Hm. Ist okay. Ja. Okay. Ich knack dich. Wie lange hält denn das an? 8 mal 2? Kannst du jetzt gleich 2 mal oder was? Dieser Gegner beabsichtigt, einen Buff einzusetzen und für 8 Schaden 2 mal, also für 16 dann. Ich hab ein Problem. Was machen wir? 20 Schaden. Toben. Ich krieg 3 Schaden und er macht 16. Das ist so lau. Wir müssen. Hat er eigentlich noch Dings drauf? Verwunden hat er noch. Naja. Wir machen noch ein zweites Verwunden. Das hier. Und dann hauen wir in den nochmal rein. So. Das wird eine harte Nummer. Oh shit. Ich dachte, er hat beendet, okay. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder. Zack. Zack. Ja, toll. Ich könnte den wahrscheinlich kopieren. Könnte die 28 Schaden. Das ist. Nee. Ich drücke hier den rein. Ich muss meine Lebenspunkte. 5x4? Was? Oh Gott. Was passiert, wenn ich tot bin? War's das denn mit mir? Ich muss. Warte mal. 4 Block. Okay, das Ding. Und dann den perfekten Schlag da drauf. Scheiß Dreck, ey. Was? Nicht genug Energie? Oh nein! Oh nein! Ich hab mich vertan! Aber er hat vor, sich jetzt zu blocken, wenn ich das richtig sehe. Er legt das auf. Zerstören! Was? Wie soll ich den denn aufhalten? Wie soll ich denn jetzt 129 Schaden machen? Oh, scheiße. Das war's. Ich muss ihn schwächen oder so. Ich hab nichts für ein Oh, Mann. Wow. Na gut. 30, 32. Ja, habe ich noch 2 Lebensmittel gleich. Scheiß Dreck. Oh. Ach so. Ich glaube, ja. Ach so, ja. Das heißt, wenn ich ihn schnell genug. Ja, okay, wenn ich ihn. Vor seiner miesen Attacke in diese Sache reinpresst, dann verhindern. Ah, ja, okay. Damit kann man das natürlich so ein bisschen überleben, eventuell.
Erstmal block hier drauf. Ich muss das alles blocken, ey. Das ist sonst nicht zu viel. Und im Grunde bringt das nichts anzugreifen jetzt, ne? Weil dann mache ich immer 3 Schaden mehr. Ich muss. Ne. Ich muss hoffen, dass ich das irgendwie überlebe jetzt hier. Shit. Ich brauche Blockkarten. Das war, glaube ich, auch nicht richtig jetzt hier. 16, ja. Ne. Ich glaube, der natzt mich um. Ich glaube echt, der natzt mich aus den Latschen jetzt, ey. Ich brauche nichts. Na. Verdammte Axt, ey. 14 Schaden, ja. Jetzt muss ich um 50 Mana wieder zusammenbricht, naja. Ne. Schaffe ich nicht. Oder? Ich kann ihm 14 Schaden machen für 3. Naja. Ich muss. Ich könnte das einsetzen, wenn er 14 Schaden hatte, nur noch 100, aber ich verliere noch mehr. Das ist alles Mist. Zieht er mir eine Schelle. Das war's. Ich versuch's morgen nochmal. Tot. Ich versuch's morgen nochmal. Okay. Fallschritte übrig? 5. Mhm. Was für Freischaltung? Ebenen aufgestiegen 16. Kinder erschlagen 7. Was hat denn 0? Freischalten. Achso. Okay. Fortsetzen. Hm. Okay, das, ja. Gut. Statistik, was ist denn hier eigentlich so los? Gucken wir, jetzt sind wir eh schon länger als 20 Minuten zu Gange hier. Jetzt können wir uns auch das hier angucken. Ne? Wirf einen Blick auf deine vergangenen Versuche, den Spire zu erschlagen. Okay. Was haben wir denn hier? Der Eiserne. Achso, okay. Besuch 16 von The Guardian. 104 Punkte. Verlegte. Achso, okay. Eigener Seed. Achso, ja, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, hier ist das Seed. Könnt ihr, ne? Dann auch versuchen. Ihr wisst ja im Groben, was da jetzt kommt. Achso, und das ist dann die Reihenfolge, die ich gegangen bin, ne? Wenn ich darauf gehe, kann ich den Kampf dann nochmal sehen? Ne. Ausgeholt. Achso, steht auch genau, was ich gewählt. Achso. Aha. Ist interessant. Rangliste. Hey, da bin ich. Name Hoyo. Hm. World Wide Web. Ah, ja. Spank that butt. Spank that butt. Naja, gut. Okay. Charakterstatistiken. Errungenschaften. Ich habe noch nicht mal einen einzigen Erfolg gemacht. Gewinne einen Kampf, in dem du nur noch einen Trefferpunkt in dem dir nur noch eine Erfahrung bleiben. Na gut. 50 Minuten. Tode insgesamt. 1. Mega. Hm. Karten freigeschaltet. 0 von 27. Okay. Die Stille. Der Eiserne. Tode 1. Achso, hier kann man das alles nochmal ganz genau sehen. Dann okay. Kompendium. Ist okay. Reliktsammlung. Ah.
Das sind die ganzen Artefakte. Okay. Okay, okay, cool. Ja, was ist denn... Ah, das ist von der Stille, denke ich mal, ne? Okay, gut, die Erdbeere, das ist... Aha. Ja, der dritte Charakter dennoch. Okay, gut. Was haben wir noch? Kartenbibliothek. Achso. Da kann man ja natürlich schon mal so ein bisschen luschern. Dachte ich, aber nein. Okay, das ist nice. Also ziemlich umfangreich. Da gibt es ja noch einiges, ja. Okay. Das sind jetzt die roten. Dann gibt es die grünen, ja, von der Stille. Blau von dem dritten Charakter dann, okay. Farblos. Ja, hier ist jetzt die Frage, da scheinen ja nicht nur negative Sachen zu sein, wie der Schleim zum Beispiel hier. Sondern auch anderer Kram, ne? Okay. Gibt es da Verbesserungen zu? Nee. Und Flüche. Flüche. Mhm. Ja, also es ist scheinbar noch sehr, sehr umfangreich. Was passiert, wenn ich jetzt auf Spielen klicke? Muss ich denn täglicher Aufstieg? Oder Standard? Also da kann ich den Charakter wählen, bla bla bla. Und dann wir von vorne anfangen, denke ich mal. Kriegt er wahrscheinlich einen neuen Seed zugewürfelt und dann kann ich nochmal nach oben toben. Könnte aber natürlich auch mit einem anderen Charakter spielen. Mein Gedankengang von ganz am Anfang, dass man sich jetzt ein Deck bauen kann, da lag ich ja wohl völlig falsch. Du baust dir quasi dein Deck also während des Spiels. Du kannst es dir nicht vorher zusammenstellen. Das macht das Spiel natürlich noch wesentlich schwerer, als ich eigentlich dachte. Weil ich ging am Anfang davon aus, dass wenn du die Karten freigespielt hast, kannst du dir ein Deck daraus bauen. Das klappt aber nicht. Kannst dir kein Deck daraus bauen. Du musst einfach mit dem leben, was du halt vom Spiel zugeworfen bekommst, scheinbar. Uff, ja. Du hast also immer dieselbe Starthand und musst dann halt gucken, was du daraus machst, scheinbar. Finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht? Ich denke, wenn du dir ein Deck zusammenstellen könntest, vielleicht kommt das ja noch. Oder vielleicht übersehe ich das ja auch gerade. Kann ja auch sein. Aber wenn du den Deck zusammenstellen könntest, dann kannst du wesentlich besser darauf eingehen, was da auf dich zukommt halt, ne? Oder na gut, du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber du könntest zum Beispiel deinem Spielstil, deinem Gedankengang was anpassen, ne? Ja, aber ich glaube, du kannst ja kein Deck zusammenstellen, ne? Das ist, Na gut, wir sehen das im nächsten Durchlauf. Mal gucken, wie das denn so anfängt. Vielleicht fange ich hier sogar nochmal kurz an. Guck mal kurz rein. Naja, ob wir denn nochmal mit dem Eisernen spielen oder mit der Stille. Müssen wir mal gucken. Aber ja. Wir haben einiges gelernt, einiges erlebt. Und gestorben. Naja, gut. Beim nächsten Mal wissen wir es besser. Dumm, dass alles random ist. Baba. Also, haust da rein.